Dann würde ich dich sehr herzlich bitten, jetzt jene Seite darzustellen, die die SPD-Seite, wenn ich das so sagen kann, und zwar die junge, darstellt mit all den Schwierigkeiten, die wir in der Zeit hatten, in der wir kein souveränes Land waren. Ja, vielen Dank, liebe Sigrid, werte Anwesende, Freunde und Freunde. Ich bin ja Hannoveraner, wie nicht unbekannt, und zwei Hannoveraner haben heute Morgen Grußworte gesprochen. Dazu möchte ich, wenn ich darf, bevor ich zum Thema komme, noch eine Anmerkung machen. Markus Römer hat von der Gründung der Vorläufergewerkschaft, der IG-BCE, gesprochen, mit dem Ballhof. Das ist jetzt ein Theater. Es war ein Ballspielhaus, als es gebaut wurde. Und da ist nicht nur die Vorläuferorganisation der heutigen IG-BCE gegründet worden, sondern da fand auch 1899 ein großartiger Parteitag statt, nämlich ein SPD-Parteitag. Und ich habe immer damit gedroht, will ich heute auch tun, da hat August Bebe gesprochen, eine Rede, und mein Wunsch war es immer in meiner langjährigen, fast 35-jährigen Tätigkeit als Oberbürgermeister und Parteivorsitzender, was ich alles für Funktion hatte, mal so eine Rede zu halten wie August Bebe. Der hat nämlich dort 8 Stunden gesprochen. Und keine Sorge, ich werde das auf 4,5 reduzieren heute. Die zweite Bemerkung zu meinem Freund Hans-Martin Heinemann, ein Griechenfreund, der heute gesprochen hat. Die Mark, der Stadtsuperintendent in vielen Landeskirchen, der evangelischen Kirche ist das nicht so bekannt, ist praktisch der oberste Kirchenführer in der Stadt, praktisch der Bischof für die Stadt Hannover. Man kann es nicht ganz genau sagen, nee, nicht Propst, also es ist praktisch mehr als ein Propst, also praktisch der oberste Führer. Und ich habe ihn, wenn ich das so sagen darf, eingestellt. Das wird sich manch einer verwundern, wie kann der Oberbürgermeister einen Superintendenten, einen Prediger an einer Kirche einstellen. Es gibt hier in Hannover noch das sogenannte Patronatsrecht. Die Stadt Hannover hat über 4 Kirchengemeinden in Hannover das Patronat. Und wir schlagen praktisch der Kirchengemeinde vor, wer dort Pfarrer wird, Pastor wird. Natürlich macht das alles die Landeskirche für uns, aber wir müssen den offiziellen Akt vollziehen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir Martin Heinemann gewonnen haben, der mit Edith Glenzer, der stellvertretenden IG-BCE-Chefin, verheiratet ist und so wir auch hier wirklich eine ganz gute Verbindung haben mit unserer evangelischen Kirche. Nun aber zurück zu dem Thema, wie war das mit dem 21. April 1967? Was war das für ein 21. April? Man konnte es ja nicht fassen. Das Militär übernahm die Macht in Griechenland, hob alle wesentlichen Artikel der Verfassung auf, proklamierte den Notstand, seitdem herrschte die Militärdiktatur. Und das nicht nur in einem Mitgliedstaat des Europarates, nicht nur in einem Mitgliedstaat des NATO-Bündnisses, sondern auch in einem Land, das seit 1961 mit einem Assoziierungsabkommen mit der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verbunden war. Die Obristen liquidierten die Demokratie. Die Anwesenden sind alle Kennerinnen und Kenner der griechischen Geschichte, besonders die Zeit in der Zeit vor und während der Diktatur. Dennoch muss man immer wieder in Erinnerung rufen, dass es den reaktionären Kräften in Griechenland nicht gefiel und diejenigen es waren, die einschritten und nicht verhindern konnten, dass am 16. Februar 1964 die Zentrumsunion unter Führung von Georg Papandreou die absolute Mehrheit im Parlament an Stimmen und auch an Sitzen erhielt und ein reales wirtschaftliches und soziales Programm zur Reform der griechischen Gesellschaft geschaffen wurde. Und es erregte die Reaktion so, dass Papandreou
Am 15. Juli 1965 aus dem Rundfunk erfuhr, dass der König ihn abgesetzt hatte. Es folgten dann die Zeiten der 15-tägigen Regierung. Und als Neuwahlen nicht mehr zu verhindern waren, am 28. Mai 1967 waren sie vorgesehen. Papandreou hätte diese Wahl mit Sicherheit gewonnen, schlug das Militär am 21. April zu und setzte die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1912 in Kraft. Und da auch über das Verhältnis von Willy Brandt zu Portugal und zu Spanien gesprochen wurde, Vorbild dieser Obristen war die damalige Diktatur in Portugal, diese Regierung, das war ihr Maßstab, nach dem sie arbeiten wollen. Von den 300 Parlamentsabgeordneten wurden 120 verhaftet. 8.500 Bürger, Politiker, Parteimitglieder, Wissenschaftler, Künstler, Studenten wurden verhaftet und in Konzentrationslager auf einsame Inseln deportiert. Regierung, Verwaltung, Justiz waren gleichgeschaltet. Die Armee duldete keine Kritik. Zeitungen, Briefe wurden zensiert. Alle, die nicht mit dem Regime einverstanden waren, wurden als Kommunisten, Bestien, Gegner der Nation und gefährliche Verbrecher bekämpft. Peter Raunau, Chefredakteur der damaligen Hannoverschen Presse, überschrieb diese Lage am 22. April 1967 mit dem Titel Afrika in Griechenland. Warum führe ich das so aus? Weil das, was vor 50 Jahren in Griechenland geschah, sich immer wiederholt. Ganz aktuell zur Zeit in der Türkei. Zwar wurde der Militärputsch vom 15. und 16. Juli, wer immer ihn inszeniert hat, da will ich jetzt nicht drüber philosophieren, dieser Militärputsch wurde niedergeschlagen, aber was wir dort jetzt erleben, ist ein Putsch von oben. Der Präsident führt das Land Schlag auf Schlag in die Präsidialdiktatur. Verhaftungen von Tausenden von Gewerkschaftern, Journalisten, Politikern, Parlamentsabgeordneten, Entlassung von Juristen, Richtern, Staatsanwälten, Verwaltungsmitarbeitern, die Inhaftierung von frei gewählten Bürgermeistern und Bürgermeistern und die Einsetzung von Staatskommissaren in den Städten und die Verfolgung von Kurden und Aleviten zeigen das Bild der Unfreiheit und der Willkür. Ich habe leider die hervorragende Rede seiner Exzellenz des Herrn Botschafter nicht hören können, weil ich zu dem Zeitpunkt unweit von hier gesprochen habe auf einer Kundgebung gegen dieses türkische Regime, weil man ja jeden Morgen, wenn man wach wird, neue Informationen bekommt. Gestern Abend wurden die letzten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der vier kurdischen Städte, die noch nicht verhaftet worden sind, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Van, von Mardin, von Ziert und von Dercim, auch verhaftet. Heute 73, glaube ich, Wissenschaftler der Universität in Ankara und 103 der Universität Istanbul. Und ich war für die SPE oder PSE, je nachdem, wie man es nennen will, vor 14 Tagen noch mit Demirtas und mit anderen in Ankara und Diyarbakir zusammen, um Gespräche zu führen. Zum Teil sind die, mit denen wir gesprochen haben, inzwischen auch verhaftet. Und überall dort werden Staatskommissare eingesetzt und die Demokratie ist faktisch in diesen Städten nicht mehr da. Ich frage, und deswegen sage ich das ganz bewusst an dem heutigen Tag in dem Zusammenhang, wo ist da der Unterschied heute in der Türkei zu 1967 in Griechenland? Damals wie heute mussten und müssen wir aufstehen und zu Wort melden und gegen Unfreiheit, Unterdrückung kämpfen, ganz gleich, wo diese stattfindet. Die Unterdrückten und Verfolgten, die aus politischen Gründen Inhaftierten, brauchen unsere Solidarität, die internationale Solidarität. Totalitäre Machthaber müssen geächtet werden. Wie war denn das 1967 mit der Ächtung nach dem Militärputsch durch das Ausland? Die überwiegende Zahl der europäischen Nationen und auch die EWG lehnten das Regime in Athen ab. Die USA zeigten sich anfangs reserviert, stellten die Militärhilfen an Griechenland ein, änderten sehr schnell ihre Haltung, denn sie brauchten ja, wie heute auch, wieder der Vergleich, Griechenland, die Militärbasen dort als NATO-Partner, als NATO-Stützpunkt. Und bereits im Januar 1968
erkannten die USA kurz danach Großbritannien, wie schon erwähnt, dann die Ostblockstaaten das Regime an. Vorher, klar, die Türkei hat das Regime sofort anerkannt. Und selbst die DDR nahm noch 1973 diplomatische Beziehungen zu der neuen Regierung auf. US-Militärhilfe fand wieder statt. Und es ist auch erwähnt worden, das hat mich sehr fasziniert, bei der Zwischenlandung in Athen stehe ich Willy Brandt nicht aus, während der US-amerikanische Vizepräsident Spiro Agnew offiziell Athen einen Besuch abstattete. Das waren die Unterschiede. In Europa exponierten sich besonders die skandinavischen Staaten und Dänemark. Die Niederlande verklagte die Junta. Es ist erwähnt worden, dass Walter Scheel angekündigt hat, man würde dem zustimmen, aber die Klage ging von den Niederlanden aus, verklagte die Junta im September 1967 vor der Europäischen Kommission für Menschenrechte des Europarats. Und wie wir gehört haben, Griechenland kam einer Verurteilung zuvor, indem der Austritt aus dem Europarat erklärt wurde. In Deutschland waren es vor allen Dingen die Gewerkschaften und es war die SPD, die klare Position bezog. In Nordrhein-Westfalen mit dem damaligen Justizminister Dr. Josef Neuberger, Bayern gab es Aktionen in Hessen und hier in Niedersachsen. Ich will über die hannoverschen Aktivitäten, was wir hier gemacht haben, einiges sagen. In Hannover wurde unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Obristen die Aktionsgemeinschaft Freiheit und Demokratie für Griechenland gegründet. Bereits Ende April, Anfang Mai. Von den Jungsozialisten in Verbindung mit der sozialistischen Jugend Die Falken und der griechischen Zentrumsunion, die im März 1967 sich hier organisierte und innerhalb von 4 Monaten 110 Mitglieder hatte, 110 Mitglieder bei etwa 4000 Griechen, die hier in der Region lebten. Übrigens, zu Spanien, ich habe gesagt, wie viele Jahre ich Obermeister dieser schönen Landeshauptstadt war. Und hier hätte das, glaube ich, nie 35 Jahre ausgehalten, wenn ich mich nicht immer als Internationalist verstanden hätte. Ganz gleich, wo irgendetwas passiert, war ich vor Ort, ob das in Chile war oder auch in Spanien. Wir haben hier beispielsweise als eine der ersten deutschen Städte eine Ortsgruppe der PSOE gegründet, um auch über Niedersachsen, über den SPD-Bezirk eine ganze Reihe von Aktionen in Spanien, aber auch in Portugal zu organisieren und auch zu finanzieren. Und einer unserer damaligen Jungsozialisten, der später Mitglied des Europäischen Parlaments war, war auch derjenige, der das eine oder andere dort im Koffer in diese Region transportiert hat. Die Arbeitsgemeinschaft, die wir gegründet hatten, wurde unterstützt vom Bundesvorstand der IG Chemie, Papier, Keramik, wie sie damals noch hieß. Und hier will ich ganz besonders Hermann Rappe erwähnen, der damals Vizevorsitzender war, der uns sehr unterstützt hat. Und Hinrich Oetjen, der war der Bundesjugendsekretär der IG Chemie und später war er Leiter der DGB-Bundesschule, ich glaube in Oberursel. Hattingen. Und es war so, dass wir hier in diesem Haus immer Zugang hatten. Es waren 3, 4 Mitarbeiterinnen, zu denen wir jederzeit kommen konnten, wenn wir irgendetwas zu diesem Thema machen wollten, zum Thema Griechenland. Und wir wurden auch unterstützt von der niedersächsischen Landesregierung. Der damalige Sozialminister Kurt Patsch übernahm spontan die Schirmherrschaft für unsere Aktion. Ich selbst war als Vertreter der Jungsozialisten Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft, Günter Richter von den Falken, mein Vertreter, und Stelios Ioannidis, ein Grieche, der hier in Hannover studierte, war ebenfalls im Vorstand, er promovierte später hier in Hannover, ging zurück nach Griechenland, war dort zuletzt Präsident der Hochschule in Thessaloniki und für unseren Einsatz bin ich vor etlichen Jahren zusammen mit dem Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche von Konstantinopel von dieser Hochschule für unser Engagement für Griechenland geehrt worden, mit dem goldenen Alexander, wie das dort hieß. Im Rahmen einer Veranstaltung der Zentrumsunion vor 300 griechischen Zuhörerinnen und Zuhörern
mit dem Vorsitzenden der Zentrumsunion in Deutschland, Georg Boukalatos, haben wir den Griechen, den Demokraten, unsere jegliche Unterstützung zugesichert. Wo Rechtlosigkeit, Verfolgung und brutale Gewalt herrschten und politische Gegner in Konzentrationslager verbannt wurden, werden die jungen Sozialisten nicht tatenlos zusehen. Die Machthaber in Griechenland hätten wohl übersehen, dass Griechenland in der freien Welt gebunden sei. Darüber hinaus forderten wir dem Athener Regime, jegliche Wirtschafts- und Militärhilfe zu verweigern. Am 27. Jahrestag des 28. Oktober 1940, an dem sich das griechische Volk 1940 energisch gegen den Faschismus und für eine freiheitliche demokratische Ordnung ausgesprochen hatte, veranstalteten wir hier, fast an der gleichen Stelle, wo wir heute gegen die Türkei demonstriert haben, Aktionen mit Infoständen und Flugblattverteilungen gegen dieses griechische Regime. Leider damals, 1940, konnten die Freiheitskämpfer der drückenden Übermacht der Nationalsozialisten nur 8 Monate standhalten. Mit unseren Aktionen haben wir die Menschen hier aufgefordert, sich uns anzuschließen. Und es gab eine große Bereitschaft der Abneigung gegen das Militärregime und zu folgen. Wir forderten Meinungs- und Gewissensfreiheit aller Griechen, für alle Griechen, die Freiheit aller demokratischen Politiker aus der Haft, die Bildung einer demokratischen griechischen Regierung und, ich wiederhole, die Einstellung sämtlicher Wirtschafts- und Militärhilfe. Zustimmung, große Zustimmung in den Medien. Aber es gab auch weitere Aktionen, die wir gemacht haben. Weil wenn man für Demokratie eintritt, gegen die Diktatur kämpfen will, ist es wichtig, dass sich führende politische Persönlichkeiten äußern und auch sich zu Wort melden. Aber es kommt darauf an, dass man auch vor Ort präsent ist, damit man nicht zur Tagesordnung übergeht. So gab es beispielsweise vor dem griechischen Honorarkonsulat Aktionen. Natürlich der Honorarkonsul Kurt Beindorf, das war der damalige Chef der Pelikan Günther Wagner Werke, wo viele Griechinnen und Griechen arbeiteten, hatte zu einem Empfang eingeladen. Natürlich haben die eingeladenen SPD-Ratsmitglieder, ich füge in Klammern hinzu, nach unserer Intervention auf eine Teilnahme verzichtet und haben das auch schriftlich gegenüber dem Konsulat zum Ausdruck gebracht. Und als im gleichen Jahr eine Jugendgruppe aus Griechenland Hannover besuchte, haben wir den damaligen Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Bürgermeister Otto Barche, der im Hauptberuf Geschäftsführer der örtlichen IG Chemiepapier-Keramik war, agitiert. Und er nutzte diesen Empfang für diese Jugendgruppe dazu, den jungen Menschen Parallelen zwischen der Nazi-Diktatur und dem Obristenregime in Griechenland aufzuzeigen. Ich könnte das länger ausführen. Er hat klar gemacht, wehret den Anfängen. Bei uns ging das in Deutschland auch so los und hatte praktisch, ich glaube, der Konsul verließ dann unter Protest den Saal, aber wichtig war es, auch den jungen Menschen zu zeigen, dass man sich auch im Ausland anders artikulieren konnte und wollte. IG Chemie, Papier, Keramik war ein wichtiger Partner für uns. Das war auch notwendig, weil die Junta Ideologen in die deutschen Betriebe schickte. Sie verstärkte die Generalkonsulate personell und entsandte zusätzlich linientreue Lehrer für den muttersprachlichen Unterricht an die deutschen Schulen. Und die rund 4000 Griechen, ich sagte die Zahl bereits, brauchten die Unterstützung der Gewerkschaften. Und die IG Chemiepapier Keramik stellte seinerzeit einen hauptamtlichen griechischen Gewerkschaftssekretär ein, was wichtig war, um die Kolleginnen und Kollegen, die agitiert wurden in den Betrieben, auch zu unterstützen und ihnen zu helfen. Und wir haben als Aktionsbündnis Geld gesammelt, um damit Angehörige der in Griechenland inhaftierten Studenten und Politiker zu unterstützen. Für unsere griechischen Freunde im studentischen Bereich haben wir es organisieren können, dass dort der kleinen unteren Ebene finanzielle Mittel jeden Menschen gebracht werden konnten. Und ich will erwähnen, wir hören das ja
Morgen auch das beispielhafte Verhalten des Bayerischen Rundfunks, der durch seine Berichte kritischen Flüchtlingen in ganz Europa, auch über die Deutsche Welle, Kraft und Unterstützung gab. Das starke Engagement der SPD zeigte sich auch auf dem SPD-Bundesparteitag 1968 in Nürnberg. Es ist erwähnt worden, dass es eine Bundestagsdelegation gab. Hans Apel und Adolf Arndt berichteten über diese Delegationsreise auf dem Bundesparteitag und stellten ihre Forderung zu einer neuen Verfassung, die ja von den griechischen Obristen angekündigt war, vor. Und es wurde über ein Assoziierungsabkommen gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, über die Wirtschafts- und Militärhilfe. Und als Delegierter des Parteitages konnte ich der Entschließung zur Lage in Griechenland zustimmen. Es lohnt sich, diese zu lesen. Sie sprach im Wesentlichen unseren hannoverschen Forderungen, die Verurteilung des Militärputsch, die Solidarität mit dem stumm gemachten griechischen Volk, den tausenden Opfern, die Forderung nach der Freilassung der politischen Gefangenen, die Aufhebung des Ausnahmezustandes, Beseitigung der Zensur, die Wiederanerkennung der Menschenrechte und die Einhaltung der von Griechenland übernommenen demokratischen Verpflichtungen des Europarats, der EWG und der NATO. Einstellung der Waffenlieferung an Griechenland und Suspendierung der im Rahmen der NATO gewährten Waffenhilfe. Wenn Sigrid vorhin gesagt hat, dass durch Handschlag man auch Panzer dort geliefert wird, die dann nicht im Inneren eingesetzt werden durften, sollten, vielleicht auch nicht sind, sondern nur an der bulgarischen Grenze stehen sollten. Sigrid, ich traue Diktatoren nicht bei solchen Waffengeschäften, ganz gleich, ob sie durch Handschlag oder anderweitig erfolgen. Das darf man nicht machen. Nachsicht, wenn ich sage. Und wenn ihr erlaubt, wenn Sie erlauben, will ich hier eine Geschichte. Darf ich nur dazwischen gehen? Ich habe nur berichtet. Das ist richtig, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass das deine Meinung war. Ich habe nur gesagt, man darf so etwas nicht machen. Und wie Diktaturen sind, ein guter Freund, deutscher Staatsbürger, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, besuchte die Türkei, wurde dort verhaftet und wurde ihm der Prozess gemacht. Wir haben damals als Stadt zu dem Prozess in der Türkei zu jedem Prozesstermin zwei Mitarbeiterinnen, eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter entsandt zur Prozessbeobachtung. Die eine Mitarbeiterin, die war damals Leiterin unseres Jugendamtes, ist jetzt meine Frau. Wir haben die dorthin geschickt. Und dann wurde der Wiedererwachten freigesprochen. Aber durfte nicht ausreisen. Die Türkei ließ es nicht zu, ihn auszureisen. Und was hat meine Frau gemacht? Sie hat nach anderthalb Jahren ein Segelboot geschartet und sie war bei einer Delegationsreise mit Juristinnen und Juristen in der Türkei. Der junge Mann stieß dazu, mit Badehose bekleidet, ausschließlich ist er 200 Meter geschwommen, von einem Segelboot aufgenommen und in die Türkei, nach Griechenland gebracht worden. Ich will damit nur sagen, dass man eigentlich Diktatoren nirgendwo, ganz gleich wo sie sind, trauen darf, weil sie eben nicht wissen, was Demokratie ist und was Menschenrechte sind. Auf diesem Parteitag hätte ich mir gern die komplette Einstellung aller Wirtschafts- und Militärhilfen, die totale Suspendierung der NATO-Mitgliedschaft gewünscht. Aber dennoch reichte, das waren eben diese Juso-Wünsche, die man natürlich artikuliert hat und was wir eben von Bernd Rother gehört haben, es war wirklich spannend. Willy Brandt hatte da eine andere Position, die Position der Diplomatie. Ich habe seine Redebeiträge auf dem Parteitag in Nürnberg im Protokoll nochmal angesehen, er hat sich zu dem Thema auf dem Parteitag nicht geäußert. Aber er hat viele Sachen gemacht, im Verborgenen, das ist genauso wichtig und ich kann das bestätigen. Ich durfte mit ihm das eine oder andere in schwierigen Zeiten in Polen, aber auch in der DDR, auch Regeln, wo er sich nie öffentlich geäußert hat. Aber es funktionierte hinterher, wenn er dort seinen Einfluss versucht hat, geltend zu machen. Manchmal wünsche ich mir, bitte um Nachsicht, wenn ich das immer wieder vermenge, dass so klare Worte, wie sie der damalige Partei 1969 zur Lage in Griechenland gefunden hat, dass man das auch
zu Lage in anderen Regionen, zum Beispiel jetzt in der Türkei, finden würde. Ganz wichtig, auf dem 68er Parteitag war die Initiative von Alfred Nau. Das ist eben schon erwähnt worden. Alfred Nau hat dort einen internationalen Solidaritätsfonds vorgeschlagen, der wurde eingerichtet, um besonders den Menschen in Griechenland und in Vietnam, das waren die beiden Schwerpunkte, Bereiche, für die seinerzeit dieses Geld gesammelt wurde. Man sprach von einer Solidaritätsmarke, Beitragsmarke, die verkauft wurde. Also es war schon, glaube ich, eine ganz entscheidende und wichtige Sache. Denn es war nötig geworden, mit dieser Unterstützung den in Griechenland brotlos gewordenen Menschen zu helfen, aber auch diejenigen, die im Exil lebten, zu helfen. Auch sie brauchten Hilfen und Unterstützung. Einige konnten flüchten, einige konnten ausreisen, auf welchen Wegen auch immer. Und andere, die im Ausland waren, wurden ausgebürgert. Wie beispielsweise die spätere Ministerin und damalige Schauspielerin Melina Mercury. Der wurde die Staatsbürgerschaft entzogen. Die Reaktion von Mercury war damals: Ich bin als Griechin geboren und werde als Griechin sterben, aber Herr Patakos ist als Faschist geboren und wird als Faschist sterben. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich sprach über den Solidaritätsfonds der SPD und habe auch erwähnt die Einzelaktionen, die wir hier in Hannover gemacht haben. Und ich erinnere mich auch an Begegnungen mit Mikis Theodorakis während der Junta-Zeit, zuletzt im Jahr 1973, wo er hier in Hannover war, wo wir hier gemeinsam etwas gemacht haben, noch während der Diktatur und später auch nach der Diktatur, weil er auf der einen Seite von der Gewerkschaft organisierte Konzerte auch hier in Hannover gemacht hat. Und bitte um Nachsicht, versteht ihr das nicht als Kokettieren, aber im Jahr 1996 vor den Kommunalwahlen wurde damals direkt gewählt zum Oberbürgermeister, kam Theodorakis mit Maria Faranturi vorher her. Wir haben ja ein großes Konzert gemacht mit dem Motto Mikis Theodorakis für Herbert Schmalstich. 4.000 Leute damals bei uns im Kongresszentrum. Er kam dann später noch öfter, auch während der Expo 2000 ist er bei uns hier gewesen. Das ist ein Punkt der Solidarität. Nach der Machtergreifung am 21. April regte sich, wie alle wissen, der Widerstand in Deutschland. Deutschland entwickelte sich zum Zentrum der Widerstandsbewegung. Es gab spontane Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland. 10.000 Teilnehmer am 28. Mai 1967 in Düsseldorf, Tausende in Frankfurt. Die Wut der Demonstranten war groß, die Wut der in Deutschland lebenden Migranten eskalierte an einigen Stellen mit dem Ruf nach Waffen. Und ich glaube, es war Fukulatus, der auf der Frankfurter Kundgebung entgegnete: Unsere Waffen sind die SPD und der DGB, sie sind stärker als die Panzer der Junta. Ich fand das eine überzeugende Aussage, weil man wusste, dass man hier wirklich Freunde hatte, mit denen man sich doch auch unterstützen hoffte. Im Ausland hätte man das Privileg, sagte er weiter, sich zu widersetzen, Widerstand zu leisten, ohne vor einem existenziellen Dilemma zu stehen, im eigenen Land leider nicht. Anlässlich des Jahrestages der Machtergreifung fanden am 21. April 1968 in vielen Großstädten Demonstrationen gegen den Faschismus in Griechenland statt. Bei den Veranstaltungen in Frankfurt und in Hannover, die wir organisiert hatten, traten als Hauptredner Andreas Papandreou und für den Deutschen Gewerkschaftsbund das Vorstandsmitglied Günter Stephan auf. Die Griechen bereiteten Andreas Papandreou in Hannover einen stürmischen Empfang. Auf Schultern getragen grüßte er die 4.000 Demonstranten, die anschließend mit ihm durch die hannoversche Innenstadt zogen und mit Sprechchören und Transparenten wie es lebe Papandreou, es lebe der DGB, es lebe die Solidarität für ein freies Griechenland in einem freien Europa, ihre Entschlossenheit für die Demokratie in Griechenland zu kämpfen, demonstrierten. Jeder Satz der Redner auf der Kundgebung wurde immer durch neue Sprechchöre unterbrochen. Mit der spontanen Begeisterung wurde der Wille der Teilnehmer für den Freiheitskampf dokumentiert. Der DGB-Landesvorsitzende und spätere niedersächsische Sozial- und Wirtschaftsminister Helmut Greulich nannte die Militärdiktatur in Griechenland ein Krebsgeschwür im freien Europa, zu deren Beseitigung alle demokratischen gesinnten Kräfte beitragen müssten. Die Landesregierung
solidarisierte sich durch den Redner Minister Kurt Patsch. Papandreou forderte das westliche Ausland auf, das Militärregime völlig zu isolieren. Dann würden, so sagte Papandreou hier in Hannover, in 3 Monaten demokratische Verhältnisse in Griechenland herrschen. Ansonsten könnte ein Bürgerkrieg die unvermeidliche Konsequenz sein. Nun, wir wissen, dass der Westen in Europa und auch der Osten nicht konsequent genug waren. Es dauerte mehr als 3 Monate, es dauerte bis zum 23. Juli 1974. 7 Jahre Diktatur hatten das Land verändert, Wunden waren geschlagen. Für uns in Deutschland war wichtig, dass es einen demokratischen Neubeginn gab. Und es war ein besonderes Zeichen, ich sage es einmal so, der 68er, Solidarität zu beweisen, in großer Zahl aufzustehen, wenn es darum ging, Menschen- und Freiheitsrechte und Demokratie zu verteidigen. Das muss immer wieder geschehen, ganz gleich wo auf der Welt, ob 1977 in Griechenland, Diktatur, Verhaftung, Gleichschaltung, heute finden wir es im Nachbarland. Danke für die Aufmerksamkeit.